Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Rezension von Magnus Chaes und das Schwert des Sommers geben. Das Ganze ist geschrieben von Rick Riordan und erschienen im Carlsen Verlag, sowie die ganze Percy Jackson Reihe. Das ist nämlich der Autor von dieser und auch von den Kane Chroniken. Und ich habe festgestellt, ich muss jetzt ganz bald auf jeden Fall Helden des Olymps auslesen und die Kane Chroniken anfangen, weil nächstes Jahr nämlich ein Buch erscheint, wo Percy die Leute aus der Kane Chroniken trifft, und das muss ich absolut lesen, und von daher muss ich jetzt zusehen, dass ich meine Rick Riordan Sammlung schnell auffülle und schnell lese und verschlinge. Das Ganze habe ich getan, indem ich ja schon mal dieses Buch hier gelesen habe. Neu kostet das übrigens 19,99 €. Ich verlinke euch Buch und Verlag in der Infobox, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Und gelesen habe ich es zusammen mit der Jenny von Regenbogengarten und dem Nico. Beide Kanäle findet ihr auch in der Infobox verlinkt. Und ja, in dieser Geschichte geht es halt um Magnus. Und Magnus kann es nicht fassen, dass er von einem der asgardischen Götter abstammen soll. Denn er ist ja eigentlich nur so ein ganz normaler Junge, der sogar ein ziemlich schweres Schicksal hat. Denn er lebt als Obdachloser auf der Straße und versucht so von Tag zu Tag zu leben und irgendwie über die Runden zu kommen. Doch eines Tages sieht er sich plötzlich bestimmten Ereignissen gegenüber. So zum Beispiel Monstern und anderen Wesen, und kann sich nicht mehr davor verschließen, dass es wirklich sein Schicksal ist, irgendwie den Ragnarök zu verhindern und die Welt vor dem Untergang zu retten. Und dabei hat er schon einige gute Freunde, die ihm da mit Rat und Tat zur Seite stehen, und es beginnt ein Abenteuer um den Untergang der Welt. Ob es Magnus gelingt, die Welt zu retten, oder ob er das Ganze nur noch schlimmer macht, das müsst ihr selber lesen. Ich fand es wahnsinnig gut. Gerade am Anfang hat Rick Riordan wieder mit sehr viel Humor gespielt und Magnus wahnsinnig sympathisch gemacht. Der hat sich im Laufe der Geschichte auch super entwickelt, wie ich finde. Also, oh Gott, ist das Buch schwer. Eine ganz tolle Charakterentwicklung. Man hat die Welt auf jeden Fall kennengelernt. Es ist etwas schwierig, weil es ja in der nordischen Mythologie mehrere Welten gibt, also insgesamt 9, genau. Und die hören sich alle sehr ähnlich an. Da haben wir Alfheim, dann haben wir Jotunheim, Nidavellir, Niflheim, Muspelsheim und Hellheim und wie sie alle heißen. Und es war etwas irritierend und man musste sich da erstmal durchfinden. Manchmal wusste man nicht so genau, wer kommt jetzt nochmal woher und wo leben welche Wesen. Ich glaube, das wird sich nach und nach mehr erschließen. Aber ich muss ja auch sagen, ich habe mit der nordischen Mythologie auch eigentlich gar nicht viel am Hut gehabt bis dato. Na klar, kennt man Thor und man kennt Odin und man kennt so, was halt in Marvel aufgegriffen wird, also in den Marvel-Filmen oder in den Marvel-Comics. Aber ich selber habe mich damit nicht nähergehend beschäftigt. Das ist bei der griechischen Mythologie schon tatsächlich etwas anders gewesen. Da kannte ich mich besser aus, da kannte ich auch mehr. Einfach, weil ich auch ein absoluter Herkules-Fan bin und da natürlich viel mich auseinandergesetzt habe. Genauso wie bei der ägyptischen Mythologie. Da kenne ich mich auch besser aus. Deswegen glaube ich, bei den Kane-Chroniken werde ich sehr gut aufgehoben sein. Da habe ich damals auch Referate über alle Götter gemacht. Ihr braucht mich heute nicht mehr fragen. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich es dann höre, dann kann ich sie wieder mit meinem damaligen Wissen verbinden, hoffentlich. Das war hier halt nicht so. Das fand ich etwas anstrengend und schwer. Ich fand es trotzdem toll, wie das Ganze aufgebaut war. Es gab die eine oder andere Länge. Von daher hat es von mir für dieses Buch 4 Sterne gegeben. Ich fand es witzig, was es hier für Nebenfiguren gab, wie das Ganze miteinander verknüpft war. Ich fand es auch witzig, dass man hier ein bekanntes Gesicht aus der Percy Jackson-Reihe getroffen hat. Wen erzähle ich euch jetzt nicht? Alle aufmerksamen Percy Jackson-Leser, also ich gehöre nicht dazu, mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, sondern nur Jenny, könnten es sich aus dem Namen des Protagonisten erschließen? Ja, wirklich, mir ist es auch nicht aufgefallen. Ich habe es tatsächlich erst auf den ersten Seiten durchs Lesen rausgefunden. Und ja, das erfährt man wirklich auf den ersten Seiten, von daher ist es auch kein Spoiler. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Es ist schon das Cover von dem nächsten Band raus. Ich freue mich jetzt schon riesig auf den zweiten Teil. Und ich würde sagen, das war es an dieser Stelle auch schon von mir. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat oder ob ihr es noch lesen wollt und warum. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, meine Lieben. Ciao.